So, hallo Wanderfreunde, heute aus Sulz am Neckar. Hinter mir ist der Neckar. Wir stehen jetzt aktuell beim Start von einer kleinen Wanderung. Die Runde nennt sich Jubiläumsweg. Ich kenne noch nicht, wir sind noch nicht gelaufen. Wir haben das Auto geparkt am Parkplatz Wörth. Der liegt in der Nähe des Stadtparks. Und wir schauen jetzt mal, was dieser Weg zu bieten hat. Er soll ausgeschildert sein mit grünen Schildern, zeige ich euch auf den Fotos. Und ja, wie gesagt, heute im Mai, recht frische Temperaturen, 12 Grad am Muttertag heute. Dennoch ein paar Stunden raus, etwas frische Luft schnappen, sollte sich lohnen. Dann bis später. Ein kleiner Hinweis noch, wenn man über die Neckarbrücke läuft, geht man davon aus, man muss links, laut der Beschilderung. Aber es ist nur eine ganz kurze Strecke, die man links muss und man muss dann gleich wieder rechts Stellberg hoch in ein Almengässchen. Kann man recht leicht übersehen, ist schon selber passiert. So, hinter mir sieht man eine Tafel. Ich hoffe, man kann das erkennen. Und zwar in Sulz gab es mal ein römisches Kastell. Wir sind jetzt von der Sulzer Unterstadt hochgelaufen. Es geht so 100 Höhenmeter hoch, relativ steil über Stufen. Und sind jetzt im oberen Teil, welches aus Wohnhäusern und auch aus Industriegebiet besteht. Und das nennt man Kastell, Sulz-Kastell, welches wirklich einen historischen Hintergrund hat aufgrund römischen Ausgrabungen bzw. römischen Kastellanlagen. So, kurzer Zwischenstand. Wir haben jetzt einige Höhenmeter wieder verloren über einen Zickzackweg, der relativ steil runtergeht. Aber man muss sagen, bisher sehr schöne Wege, alles Pfade durch den Wald. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen, wir haben einen sehr schönen Laubwald hier durchschreiten können und gehen jetzt Richtung Pfisterlindeweg. Aber wie gesagt, die Ausschilderung ist wirklich sehr gut. Also bisher hat man keine Probleme gehabt, außer am Anfang kurz in der Ortschaft noch oder in der Stadt selber. Ansonsten bisher alles sehr gut beschildert. So, hinter mir seht ihr die Ruine Albeck. Ich hoffe, man kann das erkennen. Ich mache natürlich auch noch ein paar Fotos dazu. Also wir haben hier wirklich traumhafte Wege gehabt, alles so in der Beschaffenheit wie hier rüber. Wirklich nur Pfade, zum Teil in dichtigem Wald, zum Teil aber auch wie jetzt, wo man wieder rauskommt, wo man einen guten Blick hat, Richtung Ruine Albeck oder auch Richtung Sulz runter. Das Wetter heute, wie gesagt, macht es bisher uns sehr angenehm. Wir haben jetzt so circa gefühlt, ja, ich denke mal 6 Kilometer hinter uns, 8, 9 Kilometer sollen es sein. Vermutlich geht der Weg jetzt rüber zur Ruine und dann von der Ruine runter wieder in die Unterstadt von Sulz. Musik.
Wer sich genügend Zeit lässt, hat auf dem Weg runter von der Ruine Albeck jede Menge Möglichkeiten, sich zum einen über die Geschichte hier dieses alten Gemäuers und auch der Herren von Geroldseck, was hier oben eine kleine Art Ansammlung von Gebäuden heißt, sich zu informieren. Zudem gibt es auch die Möglichkeit, immer wieder Wissenswertes über den Wald, über die Wälder, über die unterschiedlichen Arten von Gehölzen zu erfahren. Ich blende euch immer mal wieder ein paar Bilder ein, wo ihr Hinweistafeln seht, wo die ganzen Informationen zu finden sind. Wie immer noch ein kleines Fazit. Wir haben ca. 10 Kilometer, also 8 Kilometer wird vermutlich nicht reichen, wie die Tour angegeben ist. Sie lohnt sich wirklich zu gehen, vor allem weil es wunderbare Wege sind, man ist fast nur im Wald. Die letzten Meter läuft man dann durch die doch recht schöne Altstadt von Sulz am Neckar. Also wir waren selber überrascht, dass Sulz am Neckar größer ist, wie ursprünglich gedacht. Die Ruine Albeck ist natürlich ein Highlight, man kann dort oben auch grillen, sofern man möchte. Vor allem für Kinder auch wirklich schön dort oben. Die gesamte Tour kann man mit Kindern gehen, muss aber natürlich schon so Minimum 3 Stunden einplanen. Wenn man sehr flott läuft, schaffen wir es auch in 2 Stunden, aber dann ist natürlich keine Pause dabei. Ja, macht es einfach nach, probiert es aus, läuft die Tour selber nach. Uns würde es freuen, was ihr von der Tour haltet, was eure Meinung zu der Tour ist, ob es euch Spaß gemacht hat oder nicht. Lasst einfach einen Kommentar da und ein Like. Und bis zum nächsten Mal bei der nächsten Tour. Tschüss!